mich mit nach Hause nehmen sollt. Ich glaube, ihr seid gerade zu Hause. Aber das ist gut. Da kann ich meine Vorbildsfunktion mal ganz kurz nutzen. Löscht diese App, falls ihr sie besitzen solltet, oder ladet sie euch bitte erst gar nicht runter. Denn ihr kriegt ein falsches Bild, nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von euch selbst. Ich finde solche Apps, Real Talk, hatet mich gerne für diese Aussage, aber das sollte verboten werden. Diese ganze Scheiße, Snapchat, reines Gesicht, Instagram, diese tausend Filter-Presets, die einen irgendwie brauner machen oder keine Ahnung was auch mit der Face-App. Das geht ja in eine komplett falsche Richtung. Ich kann einfach sagen, ey, guck mal, das ist Sandra, die lacht eigentlich gar nicht, das ist so. Die hat eigentlich gar nicht die Haare, sondern die Haare. Und nein, Sandra hat auch nicht dieses Gesicht, sondern das. Und das ist die Realität. Und das ist schön. Also nicht Sandra.